Also, wir testen heute verschiedene Energy Drinks. Und dann würde ich auch mal sagen, fangen wir ganz rechts an. Ganz rechts, der Naturell Energy. Vom Design her eine sehr interessante Dose. Sehr schick. Vorne geschwungen, Silber gehalten, sehr schick gehalten. Mach auf die Kacke. Hört sich schon mal normal an. Riecht's? Fruchtig tropisch. Jetzt steht auch drauf Zitrus. Na dann, zum Wohl. Auf den ersten. Bevor ich was sage, nimm du erstmal den Schluck, bevor ich dich hier in deiner Meinung beeinflussen könnte. Mhm. Fruchtig. Es schmeckt sehr interessant. Es schmeckt nicht nach diesem typischen Energy-Geschmack. Das ist halt interessant. Ja, der ist ganz anders. Also ich kenne auch keinen vergleichbaren. Der steht sehr für sich selbst. Ja. So, nein, also der ist gar nicht mal schlecht. Also hätte ich mir schlimmer vorgestellt. Vor allem dafür, dass die Dose, was kostet die? 25 Cent, 29 Cent? Preis-Leistungstechnisch gibt es fast, finde ich, höchstens noch vergleichbar bei der Action. Wir sind jetzt aber heute nicht hier. Aber ansonsten, preis-leistungstechnisch ist der ganz weit vorne mit dabei. Der ist auf jeden Fall, der ist super. Vor allem, also ich war da sehr abgestreckt, als ich es gekauft habe, weil es steht da drauf, naturell. Ja. Und da dachte ich auch, jetzt auch, wenn ich mir so angucke, was man im Bioladen so für Gummibärchen unter naturell findet und sonstiges Zeug, dann dachte ich, oh Gott, das will das. Lass die Finger davon, das muss scheiße sein. Okay, ich nehm's mit. Ja, nee, aber bin ich positiv überrascht. Hätte ich nicht gedacht. Your choice. Your choice. Oh nein. Den Mad Bad auf. Mad Bad. I'm Mad Bad. Na 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 na. Mad Bad! Ach Gott. Also, man sieht, es ist eine Pappdose. Und wenn man weiß, was Pappdose heißt. Steht auch schon ganz großartig oben auf dem Abziehbildchen drauf, ohne Pfand. Ja, super, das macht's echt besser. Da zahle ich lieber den Leuten 25 Cent und schmeiße ihnen den Rachen und krieg dafür was Gescheites, oder? Ja, das ist so widerlich. Hier klebt oben. Oben kleben noch schöne Klebereste außen drum rum. Schön. Be awake. Man weiß jetzt nicht, ob vom Koffein oder vom Ekel. Es schmeckt wie ein schlechter Billigeistee, Pfirsichgeschmack. Es ist komplett ohne Kohlensäure. Ich finde meist auch genau, dass hier die Kohlensäure fehlt. Den kenne ich noch nicht, oder zumindest habe ich ihn mir aus dem Hirn gebrannt. Den normalen Rhinos. Normal, wie normal die sind, werden wir gleich feststellen. Plus Taurin. Bier. doch nicht. Oh Mann. Wie riecht's? Wenn mich nicht alles täuscht, riecht er wie der normale Rockstar. Nein, er riecht etwas süßer. Süßlicher. Und riecht süßlicher wie der Rockstar. Hoher Kohlensäuregehalt. Riechst du hier? Ja. Ja, es schmeckt wie ein. Es schmeckt typisch wie ein billiges Red Bull. Ja. Also halt Zucker reingehauen, Taurin reingehauen, Koffein reingehauen, fertig. Man merkt vor allem richtig, dass sie probiert haben. Was ich typisch finde für Red Bull, ist, dass du dieses Prickeln kriegst. Es gibt kaum Energy Drink, finde ich, der es schafft, diesen Prickel auf die Zunge zu hauen. Ja. Und wenn du jetzt den nimmst, merkst du richtig, dass sie probiert haben, dieses Prickeln zu kopieren und einfach so viel Kohlensäure reingeballert haben, dass die Folge jetzt eine Brausetablette gefressen. Ja, es schäumt. Salziger Abgang. Fällt mir jetzt das auf. Was? Salziger Abgang? Ja, schüttel den mal im Mund, danach wird es salzig. Er hat recht. Das ist extrem bitter. Ist das widerlich? Der wird salzig. Scheiße, ist das widerlich. So, weil der Rhinos so gut war, direkt den nächsten. Ah, da kommen gewisse Erinnerungen hoch. Nicht nur Erinnerungen. Ja, die Nackenhärchen erinnern sich auch dran, sie sträuben sich schon. Das Zeug trinken, nicht schnupfen. Es schäumt in die Nase. Widerlich. Es riecht nach Cranberry. Sehr, sehr künstlich, riech mal. Uah. Ja, ja. Und auch wieder dieses extreme Traubenzucker. Nur hier besonders extrem. Wobei wir trotzdem, eins muss man ihm zugute halten,
Ich finde irgendwie dieses Rhinoceros da drauf sau cool. Fruchtgehalt 30%. Es schmeckt, es ist, also, es schmeckt sehr trocken. Also der Abgang ist sehr trocken. Und auch leicht. Gesundheit. Der Abgang ist auch leicht bitter, muss man sich vorstellen. Also erst kommt dieser Cranberry Energy Geschmack, und aber hauptsächlich Cranberry. Und danach wird's leicht trocken und dann am Ende nochmal bitter. Als nächstes, so, ja, die weiße Dose. Oh Gott. Du darfst nicht verraten, dass du es schwierig. Komm, hau ich. Also, wenn man sich wirklich mal vergiften will, effektiv die Geschmacksnerven zerstören, das Hirn wegballern, kauft euch diesen Scheiß, und zwar in Massen. Nein. Ja, lecker. Es riecht. Wie riecht denn das? Das hat auch relativ neutral, oder? Ist ja, es riecht relativ neutral, aber ich find's, ganz ehrlich, weißt du, wie das für mich riecht? Jetzt kommt's. Das riecht wie wenn du einen Aschenbecher hast und da ist noch gerade so ein Rest Asche drin. Das riecht auch so ein bisschen nach Kippen. Oh. Das Zeug ist so eklig. Säuerlich. Trocken. Ja, vor allem trocken. Traubenzucker und jetzt bitter. Und das ist dieser Nachgeschmack. Der klammert sich an das Zäpfchen und will nicht weg. Der hält Stunden an. Wenn du jetzt nicht mit irgendwas nachspülst, bleibt der Stunden drin. Gib mir mal dein Glas. Gib mir mal das Glas. Wo ich gerade stehe. Mit was hatte ich gesagt? Der hat auch so einen ekligen. Ja, der hier. Der Rhinos. Mit Cranberry. Man sieht auch, also eigentlich sollte das Zeug Fruchtgeschmack haben. Nö. Nicht? Nö. Ist egal. Gib doch mal rein. Das gibt das Nachgeschmackswunder. So, Rhinos und weiße Dose. Das kann nur mies sein. Vom Geruch her geht's aber jetzt. Also ich finde es vom Geruch her wesentlich neutraler. Wobei die öffentliche Toilette von Rhinos bleibt. Nicht? Oh Gott. Lecker! Das ist Tabasco oder Hot Mamas wäre noch eine Idee, dass du das Ganze mit Schärfe rausbrennst. Aber ansonsten den Nachgeschmack. Ja, das ist wie der Nachgeschmack von den typischen Cheeseburgern von McDonalds. Der bleibt dir 3 Tage auf der Zunge kleben. Ja, ich hab dir schon mal gesagt, dass du Zahnpasta benutzen sollst mit Zähne putzen. Also, gut. Mein Choice. Na logisch. Die Frage nach der weißen Dose. Die schwarze, die maximal Dose. Pigmentierte Dose. Schenkelklopfer. Mhm. Das klingt wie eine Chipstüte. Riecht fast gleich. Warte. Das ist auf jeden Fall sehr ähnlich. Die schwarze riecht mehr nach Frucht, also die riecht etwas intensiver wie die. Es geht noch vom Geschmack her. Es ist ähnlich wie die weiße Dose. Es hat nicht diesen typischen Nachgeschmack, aber es ist auch trocken und bitter. Also ich könnte mir vorstellen, also wenn jemand dieses Bittere und also dieses leicht Bittere und dieses Trockene mag, ist das genau der richtige Energy Drink. Aber Cranberry im Quadrat und dann noch, was ist noch so typisch bitter? Pamplemousse. So, Grapefruit, genau dasselbe. Ja, nee, es, ich finde halt, dieses süß-fruchtige passt nicht zu dem bitteren Nachgeschmack. Ja. Also, das widerspricht mir. Ja, das geht echt daneben vom Geschmack her. Das ist so, wie wenn du, keine Ahnung, mir fällt gerade kein passender Vergleich an, dass du da zusammenwürfen müsstest beim Kochen, um so eine auseinanderstrebende Geschmackswirkung im Mund zu erreichen. Weil am Anfang ist halt wirklich, wie du gesagt hast, so extrem süß. Dann kommt das Bittere und das Bittere zieht sich halt nur noch durch. Dann kannst du das Süß auch weglassen und das Ding gleich komplett zu bitter. Ja, kannst du direkt einen Bittertrink draus machen. Fände ich auch sinnvoller. Zum Schluss den Doc Weingart Active Drink mit Pink Grapefruit Geschmack. Man muss dazu sagen, der Doc Weingart ist tatsächlich ein Arzt, der diesen Energy Drink oder diesen Active Drink entwickelt hat.
Und zwar... Sehr überzeugend, auch hast du gesehen. Sehr überzeugend. Wie gesagt, wir hängen das Ding mit dran. Und wir probieren das jetzt einfach. Ich sage jetzt nichts weiter dazu, wir probieren das einfach. Das riecht ganz, ganz extrem nach Pink Grapefruit. Probier, also... Oh ja. Das riecht wirklich extrem nach Pink Grapefruit. Also ich rieche nichts anderes raus. Riechst du noch was? Es hat noch ein bisschen was Blutorangiges. Weiß ich nicht. Kann sein, dass das auch noch drin ist. Ich weiß nicht, ob es drin ist, aber es riecht so. Unter Umständen. Doch, Orange ist noch mit drin. Orange darf es noch mit drin. Ha! Mann, habe ich eine gute Nase. Das sind wie viel Prozent? Was? Das ist vielleicht das Konzentrat, ja, 3,2%. Ist ja wurscht. Wir probieren. Den kenne ich jetzt noch gar nicht. Novum. Recht neutral. Ja, der ist das, was wir gemeint haben. Der lässt die Süße weg und kommt direkt mit Bitter. Aber da ist es dann dadurch angenehm. Eben weil er vom Geschmack her nicht so konfus ist. Prickelt nur ganz leicht. Schmeckt überhaupt nicht nach Taurin und prickelt noch nicht. Also, er ist sehr neutral gehalten. Ja, die Pink Grapefruit ist nicht so aggressiv. Doc Weinrad für die zu empfehlen, die den Energy-Geschmack nicht mögen, genauso wie die Naturell Energy-Dose. Schmeckt, wie gesagt, schmeckt eigentlich nach Sprite oder ähnlichen süßen Ja, es ist süß, du hast den Zitrus drin und es ist auch nicht dieser konventionelle Energy-Geschmack drin. Das heißt, die zwei, für die, die nicht so auf den typischen Energy-Geschmack stehen, auf jeden Fall. Ja, für die, die mehr das Bittere mögen, die schwarze Dose. Oder auch die weiße Dose oder der Rhino, die waren relativ bitter, zumindest mit Nachgeschmack. Ja. Weil, ja, ja. Diejenigen, die auf ekligen Nachgeschmack für Tage, Stunden, Monate stehen, die sehr zu empfehlen. Oder die einfach ihren Magen auspumpen wollen, je nachdem. Und die nichts mit Kohlensäure anfangen können, mad bad. Was würdest du sagen, ist heute unser Testsieger? Mir hat die Naturelle Energy am besten geschmeckt. Muss ich zustimmen. Also die vom Geschmack, Kohlensäure, wenn man noch weitergeht, sogar Layout, Design. Design ist super und der Preis stimmt. Und der Preis stimmt natürlich. Der Preis, die Dose kostet gerade mal ein bisschen mehr wie das Pfand. Ja, so um den Dreh. Es war irgendwas zwischen 30 und 40 Cent für den Energy Drink plus Pfand. Kann ich nichts sagen für den Geschmack, ist völlig in Ordnung. Ja, gut. Also, bis zum nächsten Mal könnten wir uns noch überlegen, mit was wir dieses Zeug noch mischen könnten. Wir hatten ja schon was in den Raum gestellt gehabt, aber mal gucken, da kommen bestimmt noch mehr Experimente mit Wagen. Machen wir. Wir können ja zur Not auch noch ein paar neue Dosen kaufen. Ja. Gut. Dann, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zur nächsten Folge. Adios.